Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich würde euch gerne Sophie vorstellen. Sie hat häufig kalte Hände und Füße, erkältet sich mindestens einmal im Jahr und steht ständig unter Strom. Oft hat Sophie Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen und wenn einmal etwas Unerwartetes geschieht, überrumpelt sie das komplett. Kommt dir mindestens einer dieser Eigenschaften bekannt vor? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video lernst du, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, mit Stressoren jeglicher Art fertig zu werden und wie du diese Fähigkeit in deinem Körper mit ein paar simplen Tricks aus ihrem Schlummer wecken kannst. Nach diesem Video musst du nicht mehr vom Strom des Lebens mitgerissen werden, sondern hast die Mittel, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Die Methode, von der hier die Rede ist, ist die Wim Hof-Methode. Wim Hof, welcher die Methode durch die Begegnung mit der Kälte und der rauen Natur entdeckte und perfektionierte, verspricht mit dieser Glück, Stärke und Gesundheit zu erlangen. Das ist auch sein Motto. Er hat bereits einige Weltrekorde gebrochen, beispielsweise indem er den Kilimanjaro in kurzer Hose bezwungen hat oder auch barfüßig ein Halbmarathon auf dem nördlichen Polarkreis in Finnland lief. Diese Methode, die er durch die Aussetzung zur Kälte gelernt hat, lässt ihn auf seine Atmung, seinen Herzschlag und seine Blutzirkulation Einfluss nehmen. Die Methode hilft aber nicht nur im Umgang mit der Kälte. Auch in extremer Hitze konnte Wim Hof Rekorde brechen. Beispielsweise lief er einen Marathon in der Wüste Namibias, ohne einen Schluck Wasser zu trinken. Aber nicht nur das. Er hat sich zahlreichen wissenschaftlichen Studien unterziehen lassen. Beispielsweise in einer Studie haben sich Wim Hof und auch seine Schüler mit dem Bakterium E. coli injizieren lassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Schüler innerhalb von 4 Tagen diese Methode erlernt haben, um dann anschließend an dem Versuch teilzunehmen. Durch die Macht der Gedanken und der aktiven Atemübung konnten sie alle dem Ausbruch von Symptomen widerstehen. Normalerweise führt dieses Bakterium im menschlichen Körper zu Erbrechen, Schüttelfrost und Fieber. Doch mittels der Wim Hof-Methode konnte dies verhindert werden. Schon innerhalb von kürzester Zeit erlangt man mittels dieser Methode Kontrolle über sein Immunsystem, Nervensystem und Stammhirn, oder auch Reptilienhirn genannt. Man kann also beeinflussen, wie der Körper auf jegliche Stressoren, ob physisch oder emotional, reagiert. Der Körper hat die Fähigkeit, sich an jedes denkbar stressige Umfeld anzupassen. Wir müssen es nur wieder erlernen, da wir aufgrund unserer komfortablen Lebensweise unseren Körper in eine Art Schlummermodus versetzt haben. Aber wie genau funktioniert diese Methode denn? Die Methode beruht auf 3 Säulen: Kälte, Atmung und Geist. Zuallererst zur Kälte. Hier empfiehlt Wim, mindestens 5-mal die Woche nach dem warmen Duschen sich mindestens 30 Sekunden lang kalt abzuduschen. Das kalte Wasser weckt die kleinen Muskeln im Gefäßsystem, welche sich so kontinuierlich schließen und öffnen. Durch repetitives Kaltduschen gelangt dieses System zu einem Optimalzustand und du kannst so deine Kaltduschzeit kontinuierlich steigern. Du könntest dich beispielsweise folgendermaßen steigern: In der ersten Woche 30 Sekunden Kaltduschen, zweite Woche 1 Minute Kaltduschen, dritte Woche 1,5 Minuten Kaltduschen und in der 4. Woche 2 Minuten Kaltduschen und so weiter. Mittels dieser Methode kannst du nach einer Weile bewusst dem Schock der Kälte widerstehen. Du musst also nicht mehr keuchen oder zittern. Es fühlt sich dann auch nicht mehr kalt an. Es senkt sich auch deine Herzfrequenz und du wirst merken, dass du dich energiegeladener fühlst. Wenn du komplett kalt, also ohne warmer Duschzeit am Anfang duschen möchtest, dann empfiehlt es sich, herzfern anzufangen. Beginne also mit deinen Füßen, Beinen, Hände, Arme und zum Schluss mit deinem Oberkörper und Kopf. Falls dir nach dem Duschen kalt ist, kannst du die sogenannte Pferdestellung einnehmen und halten. Die Stellung fördert die Wärmeproduktion in deinem Körper. Die Übung geht folgendermaßen: Stelle dich aufrecht hin, dann spreize deine Beine, ungefähr 1,5-mal die Breite deiner Schultern. Und achte darauf, dass deine Fußspitzen nach vorne zeigen und deine Haltung aufrecht ist. Nun beuge leicht deine Knie in die Hocke, oder auch Squat genannt, und bewege deinen Oberkörper leicht nach unten, so als würdest du auf einem Pferderücken sitzen.
Halte diese Stellung und atme tief ein und aus. Du kannst auch deinen rechten Arm vom Körper weg nach links und dann anschließend deinen linken Arm vom Körper weg nach rechts bewegen und dabei Ho-Ha-Geräusche machen. Wie Wim Hof beispielsweise auf diesem Bild. Im Beispiel von Sophie kann sie so ihre Durchblutung in den sich kalt anfühlenden Händen und Füßen fördern. Falls deine Hände und Füße trotz der kalten Dusche während des Tages immer noch kalt werden, gibt es einen simplen Trick. Tue deine kalten Hände oder Füße in einen Eimer, der zu 1/3 mit Eis und 2/3 Wasser gefüllt ist. Richte deinen Fokus auf deine Hände oder Füße und nimm sie erst aus dem Eimer, sobald diese sich warm anfühlen. So stimulierst du die Durchblutung in diesen Körperregionen. So, den ersten Teil haben wir schon geschafft. Nun kommen wir zur zweiten Säule der Wim Hof-Methode, die Atmung. Diese Übung wirkt ihre Wunder dadurch, dass sie mehr Sauerstoff in deinen Körper befördert. So wird dein Blut alkalischer und du kannst eine stärkere Durchblutung tieferer Bereiche deines Gehirns anregen. Mit dieser Methode kannst du Eindrücke hervorrufen, die jener einer Meditation ähneln, oder kannst auch ganz einfach einen Kater wegatmen. Durch einen übermäßigen Alkoholkonsum wird dein Blut sauer. Genau diese Säure, die auch den Rausch verursacht, wirst du mittels dieser Technik los und kannst so trotz der gestrigen Feier produktiv und konzentriert sein. Die Übung funktioniert folgendermaßen. Nimm eine Meditationspose ein, setze oder lege dich hin. Stelle sicher, dass deine Lungen sich ohne Einschränkungen ausdehnen können. Schließe nun deine Augen und versuche, deinen Verstand zur Ruhe zu bringen. Werde deiner Atmung bewusst und versuche dich mit ihr zu verbinden. Atme 30 bis 40 Mal tief ein und aus. Fülle deinen Bauch und deine Brust und lass beim Einatmen die Luft auch in deinen Kopf gelangen. Atme ruhig und gelassen aus, entspanne deinen Körper. Bei deinem letzten Atemzug fülle deine Lunge zur maximalen Kapazität. Dann entspanne und lasse die Luft raus. Halte deinen Atem an, bis du wieder das Gefühl hast, atmen zu müssen. Wenn du das Verlangen verspürst, atme tief ein und halte deinen Atem 10 bis 15 Sekunden lang an. Atme aus und fange wieder von vorne an. Wiederhole diese Übung 3 bis 4 Mal. Nun kommen wir zum letzten Teil der Wim Hof-Methode. Die letzte Säule ist der Geist. Um deine Gedanken und deinen Verstand zur Ruhe zu bringen und zu erden, kann man folgende Meditation durchführen. Die Grundidee einer jeden Meditation ist es, sich von etwas leiten zu lassen, aber dabei nicht den denkenden Bereich des Gehirns zu stimulieren. Oft hat man in seinem Berufs- oder auch Privatleben viel um die Ohren, weswegen es einem schwerfallen kann, an nichts zu denken. Doch diese Methode ist sehr simpel und sehr unkompliziert und bedarf auch nicht hartes Training, um Resultate zu erzielen. Die Meditation funktioniert folgendermaßen. Setze dich an einen sicheren und gemütlichen Ort hin und beruhige deine Gedanken. Fange an, auf deine Atmung zu achten. Atme, wie es sich für dich natürlich anfühlt. Fange an, deine Atemzüge zu zählen. Das Ein- und Ausatmen zählt als ein Atemzug. Zähle von 1 bis 7 und dann von 7 bis 1. Wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, kehre einfach zum Zählen deiner Atemzüge zurück. Irgendwann wirst du problemlos deine Atemzüge zählen können. Der Blutfluss wird tiefere Bereiche deines Gehirns erreichen und dabei bestimmte Gefühle, keine Gedanken, erwecken. Folge diesen Gefühlen. Währenddessen wird dein Zählen schwinden. Gehe tief in dein Inneres und finde Frieden. So, das war's jetzt auch schon. Nun hast du schon die wichtigsten Werkzeuge für die Schaffung deiner inneren Resilienz, Freude, Stärke und Gesundheit in die Hand gedrückt bekommen. Wim Hof bietet zudem noch eine kostenfreie App an, mit welcher du ganz einfach deine Fortschritte dokumentieren kannst. Weitere Infos findest du auch in seinem Buch, die Wim Hof-Methode, oder auf seiner Webseite. Also gibt es jetzt keinen Grund mehr, kalte Gliedmaßen zu bekommen oder überfordert zu werden. Worauf wartest du noch? Viel Spaß!